Das muss jetzt auf jeden Fall klappen. Oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe es nur auf 220 Grad gebacken, ich Idiot. Weißt du, was hier fehlt an dem Salat? Was denn? Da fehlt jetzt Brot. Kann ich dir irgendwas helfen? Du kannst Zwiebeln schneiden. Stimmt, du hast ja deine Mitarbeiter, die das für dich machen. Boah, bist du fies jetzt. Köchel das ganz langsam, so 2 bis 3 Stunden und dann hoffe ich, dass es gut schmeckt. 2 bis 3 Stunden? Ja. Ist das nicht ein bisschen zu lang? See you later, Alligator. Hallo ihr Lieben, hier ist euer Ali. Ich bin wieder mal für Kochs anders unterwegs und zwar bin ich auf einer Inspirationsreise. Für Kochs anders will ich mich auf die Suche begeben nach leidenschaftlichen Hobbyköchen. Ich muss jeden Tag in meinem Restaurant neue Gerichte entwickeln und ich bin mal gespannt, ob unter den Hobbyköchen Gerichte dabei sind, die mich wirklich so überzeugen, wo ich sage, hey, dieses Gericht, das werde ich nachkochen und dieses Gericht kommt bei mir in München, in meinem Restaurant, auf die Speisekarte. Da bin ich mal gespannt. Ich bin wieder mal in Nordhessen unterwegs und das hier, das ist das Schloss Waldeck. Sieht toll aus hier. Schaut euch mal das an, das ist ja traumhaft, ja. Ja, die Graziella, die hat mich eingeladen. Graziella ist Foodbloggerin, die kocht gerne, die backt gerne. Ich hoffe, dass sie auch gerne trinkt, zumindest einen guten Wein. Bei ihr bin ich nachher, wir kochen gemeinsam. Und vorher schaue ich mir natürlich hier die Gegend an. Aber also das hier, das ist ja traumhaft, hier kann man ja Urlaub machen. Ne? Also ich müsste eigentlich mal hier mal Urlaub machen. Aber vorher muss ich mal noch arbeiten und die Graziella besuchen. Das ist immer der Moment, dem ich bei jedem Brot entgegenfieber. Achtung. Yay, und es sieht gut aus. Ich bereite jetzt die Vorspeise zu. Es gibt einen gebratenen Romana-Salat mit Gemüse, ja, Tatar. Und dazu gibt es ein schönes Honig-Senf-Dressing mit einem Bieressig, was auch hier in der Region hergestellt wird. Da freue ich mich schon später auf den Ali, weil ich kann überhaupt nicht gut schneiden, wie man sieht. Obwohl ich so viel in der Küche stehe und so viel koche und es immer wieder probiert habe, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Da hoffe ich, dass er mir nochmal irgendwie den Tipp geben kann, damit wir das dann mal in Zukunft besser hinkriegen. So, das hier ist Nummer 10 und hier müsste eigentlich Nummer 8 sein. Hallo! Aha. Wer ist denn da schon im Garten? Sag mal, was muss ich... Komm herein, lieber Ali. Ach so, muss ich hochheben. Ja, genau. Einfach anheben. Perfekt. Hi, schön, dass du da bist. Hi, oder bin so. Der Ali. Hi, Graziella. Hi, Jens, grüß dich, schön, dass du da bist. Grüß dich. Ja, ich freue mich auch. Schön. Das ist für dich. Oh, das aber, oh, die sind wunderschön. Vielen Dank. Du liebst Blumen, habe ich gehört. Und du schenkst keine Blumen, habe ich gehört. Immer öfters, wenn es geht. Immer öfters. Und das sind Gewürzmischungen von mir. Super cool, freue ich mich. Vielen lieben Dank, Ali. Ja, ach, toll, schön habt ihr es hier. Sie war am Anfang, glaube ich, ein bisschen, also zumindest habe ich den Eindruck gehabt, ein bisschen schüchtern. Also bevor Ali kam, war ich eigentlich überhaupt nicht nervös. Das kam erst, als wir dort auf ihn gewartet haben und ich wusste, okay, jetzt gleich kommt. Und als ich ihn dann gesehen habe mit dem Blumenstrauß, das war so kurz, oh Gott, hoffentlich klappt jetzt alles. Und du kochst gerne, gell? Ja. Ich habe schon genau deine Seite angeschaut in den sozialen Medien. Okay. Ja, hat es dir gefallen? Ja, doch. Ich bin Graziella und Kochen ist meine Leidenschaft. Ich habe die Liebe zum Kochen schon als kleines Mädchen entdeckt und sehr viel mit meinen Omis oder mit meiner Mama in der Küche gestanden, ihnen so oft Löcher in den Bauch gefragt. Meine Mama ist Spanierin, mein Papa ist Italiener und ich bin in Südhessen geboren und aufgewachsen. Und ich glaube, manchmal kommt so dieser südhessische Akzent auch raus, also das hört man, denke ich.
2015 habe ich meinen eigenen Foodblog gegründet. Ein Foodblog ist quasi eine Art Rezeptesammlung im Internet. Und da kann man, wenn man was Schönes gefunden hat, sich das Rezept ausdrucken und nachkochen. Und da ist für jeden etwas dabei. Und meine Fotos, die mache ich immer selbst. Also der Höhepunkt war die Küchenschlacht 2016. 10 Sekunden, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe bei der CDF-Küchenschlacht mitgemacht, einfach nur mit der Intention, ich will es mal ausprobieren und dachte, okay, nicht als Erste rausfliegen. Sieht gut aus. Nehmen wir hier mal mit dem Radieschen zusammen. Und dann habe ich zack die erste Woche gewonnen. Und dann habe ich das ganze Ding gerockt, bin Hobbyköchin des Jahres 2016 geworden. Es war wirklich schön. Es war einer der emotionalsten Momente meines Lebens. Und den werde ich, ich glaube, auf ewig nicht mehr vergessen. Da muss ich heulen. Das war wirklich schön. Nachdem ich dann die Küchenschlacht gewonnen hatte, ging das mit dem Blog so richtig los. Und so habe ich 2017 meinen Job gekündigt als Bürokauffrau und habe mich selbstständig gemacht. Und ja, da mein Mann als Immobilienmakler auch selbstständig war, haben wir gedacht, okay, jetzt oder nie, wir ziehen an den Edersee nach Hessisch-Sibirien, wie man hier so schön sagt, und haben uns unseren lang ersehnten Traum erfüllt. Jens und ich wandern gerne und das ist perfekt, weil ich dabei alle meine Leidenschaften kombinieren kann. Ich mache uns meistens ein tolles Picknick und dann kann ich gleich noch was für den Blog posten. Tschüss! Hauptberuflich bin ich Social Media Managerin bei der Edersee Marketing GmbH und das verbindet sich natürlich sehr gut, weil ich da meine ganze Leidenschaft, die ich in den Blog stecke, auch für den Edersee einsetzen kann. Und im Prinzip ist es dasselbe, nur dass ich statt Essen zu kochen und fotografieren halt eine wunderschöne Landschaft fotografieren kann. Ich bin schon ein bisschen nervös. Ach Quatsch, doch. Ich bin nervös. Warum? Ach, weiß nicht. Man hat ja, das ist dein Zuhause. Ja, aber ich hatte noch nie einen Koch in meiner eigenen Küche. Also das ist jetzt eine Herausforderung auch für mich. Endlich mal ein Heimspiel nach so langer Zeit. Endlich mal ein Heimspiel. Ne? Ja. Also nutzt diesen Vorteil. Ne? Du bist Italienerin, oder? Ja, mein Papa ist Italiener, meine Mutter ist Spanierin. Ach so, okay. Genau. Auch eine gute Mischung. Ja. Und du bist Deutsch. Also ich habe einen italienischen Pass und einen deutschen Pass. Also ich bin beides. Also sie musste kurz überlegen. Hast du das gemerkt? Sie musste kurz überlegen. Ja, stimmt. Ja, das ist situativ. Ja. Wir hatten ja erst EM, da war mein Herz schon sehr italienisch. Das heißt, du sprichst Deutsch sowieso, Italienisch, Spanisch, Englisch, Französisch? Nein, Französisch. Nicht vier Sprachen? Ja. Ja, Wahnsinn. Ich auch. Du? Türkisch? Türkisch, Kurdisch, Deutsch, Englisch und ganz wenig Französisch. Okay. Ja, also vier. Also wenn wir uns heute auf Deutsch verständigen können, würde passen. Du, ich habe echt Hunger. Dann lass mal auf, komm. Ihr habt ja schon ein bisschen was vorbereitet. Du hast ja gesagt, du hast Hunger mitgebracht. Ich habe richtig Hunger. Ich habe wirklich Hunger. Ich habe nicht gefrühstückt. Dann tischen wir jetzt auf. Also wir haben jetzt eine kleine Vorspeise für dich vorbereitet. Wollen wir gleich starten? Super, ja klar. Starten wir. Wir haben natürlich auch eine Besonderheit für dich vorbereitet. Gin-Tonic oder was? Wir haben einen kleinen Gin-Tonic. Ja. Also die Besonderheit ist, dass der wirklich hier aus der Region ist. Ich liebe Gin. Aber ich kann dir natürlich auch erstmal gern Wasser anbieten, wie du magst. Nee, ich nehme Wasser und trotzdem so ein Gin-Tonic. Ja, das Wasser steht schon bereit. Ach, das ist hier. Danke. Was für tolle Gastgeber, die denken an alles. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ali, schön, dass du da bist. Einmal für unseren Gast. Beim Essen immer. Dankeschön. Für dich? Super. Genau. Sieht ja toll aus. Zur Vorspeise gab es bei mir lauwarme, angebratene Romana-Salatherzen mit Gemüsetartar und einem Honig-Senf-Dressing. Und eigentlich sollte da noch gehobelter Parmesan drauf. Das habe ich komplett vergessen. Aber es hat trotzdem geschmeckt und es wusste ja keiner, daher war es okay. Die Besonderheit in dem Dressing ist, ein Waldecker Salatbalsam kommt hier rein. Das ist quasi ein Essig aus unserem Waldecker Landbier. Es riecht schön säuerlich, hat so eine ganz, ganz leichte Biernote und gibt so dem Ganzen das gewisse Extra. Etwas Honig rein, etwas Senf. Also es ist eigentlich ein klassisches Honig-Senf-Dressing. Man hat so ein bisschen diese Süße, die Säure und das Scharfe. Das passt wirklich sehr gut zu den ganzen frischen Zutaten. Sehr köstlich.
Wirklich. Vor allem schön lauwarm, ne? Ja, bei diesen Romanerherzen, finde ich, passt das super einfach. Also du hast Paprika gelb, Paprika rot, du hast Radieschen drinnen. Einfach klein geschnitten. Da musst du mir übrigens später mal zeigen, wie man richtig schneidet, weil das ist eine Sache, die ich einfach nicht hinbekomme. Weißt du, was hier fehlt an dem Salat? Was denn? Aber nicht böse sein. Ich habe ihr bei der Vorspeise gesagt, eine Sache fehlt hier. Und dann hat sie mich schon so angeschaut und hat gedacht, ich kritisiere sie. So, darf ich das sagen, ohne dass du jetzt böse bist? Ja. Da fehlt jetzt Brot. Willst du? Hast du eine Scheibe? Komm. Ich habe heute frisches Brot gebacken. Du hast selber Brot gebacken? Ja, für heute Abend. Dann will ich es haben. Komm. Okay, dann hol ich es. Kommt ihr mit? Das ist perfekt geworden. Schön luftig. Nicht zu große Löcher, nicht zu kleine Löcher. Es ist knusprig und total fluffig. Also ich hoffe, Ali wird es gleich schmecken. Nimm dir gerne Scheibe. Boah. Beide. Let me see you dance, babe. Super. Und das hat super geschmeckt. Das hier ist die Küche. Da spielt sich gleich alles ab. Ach, hier. Yeah. Küchenschlacht. Ach. Bellissima. Wow. So. Ach, hier. Koch's anders, mediterranes Kaninchen im Rotweinsud mit Polpette und Sauerteigbrot. Wieso Kaninchen? Das ist ein altes, traditionelles Gericht meiner Mutter. Okay. Sie kocht es seit, ich weiß nicht, 40 Jahren immer an Weihnachten. Ich muss dazu sagen, dass wir Weihnachten nicht nur Weihnachten feiern, sondern auch meinen Geburtstag. Ich bin nämlich am 24. Dezember geboren. Und das Witzige an der Geschichte, meine Eltern heißen tatsächlich Maria und Josef. Und das ist kein Witz. Gab in Rallye immer eine Eins. Und deswegen dachte ich, vielleicht ist mal was Außergewöhnliches. Kaninchen kochen nicht so viele Menschen mit. Ja, früher hat man das auch mehr auf den Speisekarten gelesen. Ach, ich glaube, das letzte Mal habe ich vor 18 Jahren Kaninchen gegessen und verarbeitet. Na, dann wird es ja mal wieder Zeit. Ja, ich weiß es nicht. Wo ist überhaupt das Tier? Ja. Ich musste das gestern schon einlegen. Ach, du hast eingelegt? Ja. Das heißt, ich muss eigentlich auch heute einlegen. Außer du willst natürlich anders kochen, anders. Dann nicht. Kochst anders genau. Da. Anders da. Anders da. Das habe ich jetzt eingelegt mit Essig, Öl, Rotwein, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Zwiebel, Petersilie und Rosmarin. Boah, Knoblauch rieche ich aber ordentlich, du. Wie hat denn die Mama das gemacht? Sagen wir mal so. Genau, und dann köchel das ganz langsam, so 2 bis 3 Stunden und dann hoffe ich, dass es gut schmeckt. 2 bis 3 Stunden? Ja. Ist das nicht ein bisschen zu lang? Wenn Kaninchen übergart ist, dann ist der zäh. Dann wird es noch fester. Zäh. Also ich habe von Kaninchen keine Ahnung, aber... Wir gucken mal. Das wird schon. Kann ich dir irgendwas helfen? Du kannst Zwiebeln schneiden. Ich muss immer weinen beim Zwiebelschneiden. Ehrlich? Ja, ich auch. Ich bin auch nur ein Mensch. Zu Hause ist immer dort, wo auch das Herz ist. Und das ist für mich in Deutschland. In München sind meine Kinder, in München ist meine Familie. Ich bin in München erfolgreich geworden. Das war gut, schönen guten Tag. Ich habe früher sehr frankophil gekocht, also sehr klassisch gekocht. Hier in München wollte ich einfach eine andere Richtung kochen. Ich wollte das kochen, was mir persönlich schmeckt. Und deswegen bin ich hergegangen und habe dann eigentlich meinen Stil geändert. Und ich nenne das so medio-oriental, nenne ich das. Da kommt alles vor, alles, was der Ali erlebt hat, alle Geschmäcker, die der Ali früher, von früher noch kennt und auch später in den diversen Sterne-Restaurants. Daraus mache ich eine Mixtur und habe da meine eigene Handschrift. Und das kommt bei den Gästen sehr, sehr gut an. Ich bin gar nicht so ein komplizierter Mensch. Also mir schmeckt immer das Einfache. Das kann ein Salat sein, das kann ein Stückchen Fisch mit Soße und Gemüse sein. Also ich selber esse eigentlich sehr, sehr einfach. Aber wenn wir hier kochen, ist natürlich auch so ein Ehrgeiz da. Da willst du natürlich auch zeigen, dass du auch auf einem anderen Niveau kochen kannst, kochen willst. Mein Motto ist immer, ich bin alleine gut, aber mit euch zusammen sind wir alle sehr gut. Ich schneide dir die Zwiebeln, komm. Stimmt, du hast ja deine Mitarbeiter, die das für dich machen, gell? Boah, bist du fies jetzt. Komm mal. Soll ich dir was sagen? Ja. Wenn ich manchmal so, gestresst bin und ich muss wieder runterkommen. Ja. Weißt du, was ich mir da mache? Ich hole dir einen ganzen Sack Zwiebel hoch. Ja. Echt? So 25 Kilo. Und dann schäle ich einfach Zwiebeln. Das ist dann, und dann mache ich mir Gedanken. Und was machst du dann mit den Zwiebeln?
Ja, das verarbeiten wir schon. Das ist ja für uns ja gar nichts. Wir müssen ganze Soßen kochen, Fonds und so weiter. Oder ich gehe in die Spüle und spüle. Spüle die Teller. Wirklich. Cool. Ja, das finde ich richtig cool. Weißt du, warum du so viel weinst? Warum? Weil dein Messer nicht scharf genug ist. Ja. Und deswegen setzt du natürlich viel mehr Gase frei und dadurch weinst du auch schnell. Ich glaube, die sind alle stumpf. Guck mal, ist das besser? Und man hört auch an dem Geräusch, ob ein Messer scharf ist oder ja, nicht. Ich meine das jetzt ernst, ne? Okay. Ne? Wenn du zum Beispiel jetzt hier schneidest. Das quietscht. Genau. Weißt du? Wenn das Messer scharf ist, dann ist es so ganz. Weißt du? Ich habe aber hier noch mehr Messer, gell? Vielleicht sowas? Nee. Es wird nicht besser. Irgendwie nicht. Ach, ist doch egal. Kann ich dir sonst noch was helfen oder soll ich dich erstmal in Ruhe lassen, dass du ein bisschen weiterkommst? Du kannst dich ja mal kurz zum Jens gesellen und ausruhen und ich rufe dich dann, wenn es weitergeht. Okay? Viel Spaß. Bis gleich. Ich komme nachher. Ja, ich hoffe. Rein. Na? Jetzt werde ich nervös. Warum? Boah, das riecht so gut. Ja. Ach, du hast Kartoffeln noch dazu aufgestellt. Genau, damit mache ich die Polpette. Polpette ist italienisch für Frikadelle und es gibt Kartoffelfrikadellen. Du bist schon sehr organisiert, ich sehe das. Also, das ist ja, also so sauber habe ich noch nie eine Küche gehabt bei Kochs anders. Echt jetzt? Ja, wirklich. Das ist ja Wahnsinn. Gut, dann see you later, Alligator. Kennst du, was geht ab? Was geht ab? Wasserfarb. Aber der ist nicht so cool. Doch. Und dann geht's weiter. Was geht nicht ab? Edding. Aha. Also ich mache den Deckel jetzt nicht ganz drauf, damit einfach die Flüssigkeit ein bisschen entweichen kann und die Soße ein bisschen einreduziert. Und später nehme ich den sogar dann komplett ab. So, ich habe jetzt eine Stunde frei und dann geht's mit den Frikadellen weiter. So, ihr Lieben, ich zeige Ali jetzt mal unsere Staumauer und nehme euch dabei mit auf die Reise, weil wir gehen ein Eis essen. Ali, magst du Eis? Ich will das Eis essen, ja. Da Ali so oft gesagt hat, dass er Hunger hat, habe ich gedacht, okay, jetzt gebe ich ihm einfach mal ein Eis aus. Und dann sind wir zu Lecco Mio gegangen. Das fand er mega witzig, also dieser Name Lecco Mio. Ich glaube, es war eine gute Idee mit dem Eis. Der ist aber auch ein kleines Schleckermäulchen. Klein. Das Kraftwerk, ne? In erster Linie ist die Staumauer natürlich da, um die Schifffahrt auf der Weser zu gewährleisten. Und deswegen wird hier die Eder aufgestaut sozusagen, das schon seit über 100 Jahren. Und dann wird nach Bedarf das Wasser abgelassen. Ach so, okay. Wir haben dieses Jahr ein sehr gutes Jahr, weil wir sehr viel Regen hatten und deswegen der See noch so voll ist. Und wir hoffen, das bleibt auch noch lange so. So, Ali, jetzt ist, glaube ich, die Stunde rum. Wir müssten uns langsam ums Kaninchen kümmern, oder beziehungsweise ich. Und dann gehen wir doch mal zack wieder zurück in die Küche. Ja, jetzt kann schon wieder noch was Süßem, kann auch gleich wieder, ne, was Herzhaftes kommen. Ali! Ich habe meinen Namen gehört. Würdest du mir vielleicht was helfen? Ja, klar. Beim Kartoffeln pellen? Machst du das auch so gerne wie ich? Das geht ja schnell. Kartoffeln musst du pellen, wenn sie warm sind. Ja, ich also weiß, sind. Aber... Viele gehen her und tun es in kaltem Wasser nochmal abspülen. Ich finde das halt immer so heiß. Ich verbrenne mir so die Finger. Du bist ja so eine kleine zärtliche. Du musst den Jens dann holen. Generell kochen wir mit sehr wenig Salz. Also ich stelle dann auch einen Salzstreuer nochmal auf Echt? Den Tisch. Ja. Mit sehr wenig Salz? Ja, das haben wir uns angewöhnt. Also aus Gesundheitsgründen. Und die Frikadelle machst du, also Petersilie rein und dann ein bisschen Mehl, damit sie hält, oder Eier? Nee. Kartoffel, Petersilie, Parmesan, Ei. Ja. Und doch Paniermehl, genau. Ja, Paniermehl rein. Wegen der Bindung. Genau. Ach so. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want party, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chokimofina anane. Chokimofina ne. Sieht toll aus, wirklich.
sehr mediterran. Ah, jetzt gibt es gleich Essen. Ja, los. Guck mal. Hey. Unsere Gäste sind auch schon da, das passt ja. Guck mal. Hi, ich bin der Ali. Hi. Hi, Kinga, hi. Sieht toll aus. Es riecht super. Wirklich. Auch euch. Schön, dass ihr da seid. Und hier hast du noch so ein paar Oliven. Die hat meine Mama gemacht. Selbst gepflückt, eingelegt und dann hierher geschickt. Die kommen aus Süditalien. Also bin ich mal gespannt. Du bist ja der Olivenprofi. Ob sie den Test bestehen. Guten Appetit, da bin ich mal gespannt. Guten Appetit. Vielen lieben Dank für das Einladung. Toll. Ich hatte ja ein bisschen Angst, weil die Zeit knapp wurde, dass das Fleisch nicht zart wird, aber es ist dann alles gut gegangen. Ich muss sagen, ich war ein bisschen skeptisch. Aber es ist zart? Nee, also C ist es nicht. Überhaupt gar nicht. Boah. Ihr müsst unbedingt mal das Brot in den Sud tunken. Ich esse es jetzt mit den Fingern. Mhm. Das macht man doch bei uns so. Danke. Das macht bei oder nicht? Gericht mehr Sinn, muss ich sagen. Also das Essen mit den Fingern ist erlaubt. Sehr schön. Ja. Wenn wir das für uns kochen, dann würden wir da keine Messer und Gabel zulegen. Komm, deine Eltern essen doch das bestimmt auch mit Fingern teilweise, oder nicht? Ja, also selbst in großen Familienfeiern essen wir das mit den Fingern. Sag mal, apropos Brot. Mhm. Ich würde gerne auch morgen Brot machen. Ja. Könntest du mir einen Gefallen tun? Ich habe dir heute auch geholfen. Ja. Kannst du mir so einen Brotteig ansetzen? Ja, selbstverständlich. Dann mache ich morgen was anderes. Okay. Also auch Brot, ein bisschen anders. Ali, habe ich dich denn mit dem Gericht ein bisschen inspiriert? Also, Kaninchen bin ich halt im Restaurant nicht mehr so sicher. Mm. Wir haben immer weniger verkauft. Dann habe ich irgendwann runtergenommen von der Karte. Ja. Aber zum Beispiel die Polpette, die könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Da kann man zum Beispiel einen schönen Salat machen und dann die dann so rauspacken und dazu. Und auch ein tolles vegetarisches Gericht kann das sein. Ja? Definitiv, ja. Das kann ich mir vorstellen. Die werde ich bestimmt machen. Dann schicke ich dir ein Foto. Na, da freue ich mich. So, okay. Sehr lecker, sehr saftig und ich habe noch nie so leckere Kaninchen gegessen. Ich denke, du hast überhaupt noch nie Kaninchen gegessen. Nein, noch nie. Deswegen ist es ja dein Bestes. Ich fand es auch richtig lecker. Ich muss sagen, früher bei meiner Oma, da gab es öfters mal Hasen. Und von daher kennt man den Geschmack noch. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, 25 Jahre bestimmt nicht mehr gegessen. Ja, sehr, sehr gut. Graziella, perfekt. Freut mich, Dankeschön. Ich habe ja schon mehr als 13 Jahre das Glück, die Speisen von Graziella genießen zu können. Insofern kann ich dir gar nicht beantworten, wie oft ich es schon gegessen habe, aber es ist jedes Mal wieder lecker. Trotzdem bin ich natürlich sehr gespannt darauf, wie Ali es morgen interpretieren wird. Ich werde sicherlich den Fehler nicht machen, dass ich das so versuche, das 1:1 ähnlich zu machen. Oder ja, dass ich werde dann ganz andere Richtung gehen. Ja. Ich hoffe, dass es auch euch dann auch schmeckt, weiß ich nicht. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Schön, dass ihr da wart. Schön, gerne. Wir sind noch da. Das Schönste war am Ende, als alle das Weißbrot genommen haben, in dem verbleibenden Sud getunkt haben und gegessen haben, weil genau so habe ich mir das vorgestellt und deswegen habe ich auch das Weißbrot gebacken. Jens, guten Morgen! Hey, guck mal, da hast du gestern mit uns gekocht, direkt hier. Und wir sind jetzt hier. Ich dachte, naja, also einkaufen gehen, das können wir schon verbinden mit ein bisschen Entertainment. Wenn du Lust hast, dann fahren wir nämlich jetzt mit der Bergbahn nach Waldeck. In Venedig, ja, fährt man auf dem Wasser mit der Gondel zum Einkaufen vielleicht, ja. Und in Waldeck fährt man den Berg hoch mit der Gondel zum Einkaufen. Hast du Lust? Wollen wir das machen? Ja klar, Einkaufskorb habe ich dabei. Auf geht's. Das waren aber jetzt echt kurze 7 Minuten. Ruckzuck, oder? Ich habe gesagt 7 Minuten, aber es wird entspannt. Schön. So, dann sind wir auch gleich da. Ist es Land in Sicht, sozusagen.
Guten Morgen. Hallo Ali, grüß dich. Hi, ich schaue erst mal rum. Ich brauche natürlich Kaninchen. Ich hoffe, ihr habt Kaninchen. Guck hier. Ach, da habt ihr einen. Zwei. Ja, schön. Ihr verarbeitet nur Sachen aus der Region? Nur aus der Region. Das sind alles wirklich Produkte hier aus der Ecke. Ach, hier ist auch der Gin von gestern. Der war gut. Den machen wir selber hier. Der ist gut. Also wir sind zu fünft. Die sind nicht so schwer, die sind relativ jung gewesen. Die sind nicht so schwer, nee, stimmt schon, ja. Willst klein. Du die beide nehmen? Du, wir nehmen beide, weißt du, und was wir nicht machen, das frieren wir ein. Ist doch kein Problem. Ja. Ja? Soll ich sie dir auf der Platte lassen? Ich habe hier einen Korb. Ja, oder einfach oder nur. Ich tue sie in Tüten. Da war doch gerade Folie, die Folie nehmen. Komm, ja. Wir denken jetzt nachhaltig. So. Gemüse, Tomaten und so. Das hat der Kollege drüben. Das hat der Kollege drüben. Ja. Ein Weißwein braucht man. Einen schönen Weißwein. Also ich möchte mit ihm kochen und auch dazu trinken. Gucken, ich habe gar nicht gesagt, was es gibt eigentlich. Ja, du hast mich auch nicht gefragt, was es gibt, Ali. Was gibt es denn Feines heute? Es gibt Kaninchen. Waldhonig. Perfekt. Waldecker Salatbalz. Das probiere ich mal aus. Welchen Senf möchtest du denn, Ali? Kapern, Thymian. Ach ja, der könnte schon passen. Der passt, ne? Ich habe bei dem Ali geschwärmt natürlich von deinem Gin und dass ihr ihn den auch in der Manufaktur selbst hier vor Ort herstellt. Hast du die Möglichkeit, uns das mal zu zeigen? Wir können zwar keine Verkostung machen um diese Tageszeit, weil du ja auch noch arbeiten und kochen musst, aber zeigen tue ich es dir gerne. Ja, komm. Auf. Das ist die Destille. Hallo. Und du bist die Brennerin. Ich bin die Brennerin, genau. Ich bin keine gelernte Brennerin, es ist eine Liebhaberei von mir. Also, so geht es. So geht es. So viel braucht man ja gar nicht. Aber es kommt da alles rein. Rosmarin, rosa Pfeffer. Erkennst du, was das ist? Es sind Kardamom-Samen. Ja, genau. Ja, die sind halt jetzt noch im Ganzen. Wenn die angestoßen werden, dann kommt das Aroma genau raus. Hier haben wir jetzt schon mal einen Teil Wacholderbeeren, die ich schon zerkleinert habe, damit das Aroma... Also ich habe gestern in eurem Gin auch ein bisschen Zitronengras rausgeschmeckt, ein bisschen richtig. Limette rausgeschmeckt. Richtig. Genau, das sind auch die Botanicals. Sandy, ich habe sie verraten. Okay. Zitrusfrüchte kommen aber erst kurz vor dem Destillieren in den Alkohol. Und genau. Das wird alles hier rein und dann erhitzt, oder? Genau, also wir... legen die Botanicals, legen wir erstmal in sogenannten Neutralalkohol ein. Der Alkohol entzieht den Botanicals das Aroma und dann kommt alles hier in die Brennblase und wird dann abdestilliert. Ich bleibe jetzt hier, ihr könnt schon rausgehen, wenn ihr wollt. Nee, vielen Dank, alles Gute, viel Spaß. Sehr gerne, danke. Ich sehe schon, du liebst es. Ja. Und deine Liebe zum Gin habe ich gestern rausgeschmeckt. Das freut mich. Hubertus, vielen herzlichen Dank. Hubertus, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, ich bringe den Hasen schon mal weg. Ja. Und du hast da drüben den Nahkauf, da kriegst du das restliche Gemüse, was du brauchst. Genau. Danke, ciao. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. Kennen Sie doch irgendwo her? Ich glaube, Sie kennen mich schon, aber ich kenne Sie leider noch nicht. Aber jetzt lernen wir uns kennen, ich bin der Ali. Ich bin der Klaus-Peter. Und mir gehört hier der Markt. Ihnen gehört der Markt? Ja, ja. Ach, da bin ich ja beim Richtigen. Ja, ich was suche Spinat. Haben Sie Spinat? Oh. Ach, weiß der Chef das nicht? Nee, der macht nicht alles selber. Habe ich gerade geholt. Und das haben Sie selber gekauft? Natürlich. Okay. Das ist nicht das Einzige. Ich habe noch mehr. Ja. Jetzt ehrlich? Ehrlich. Ja, Wahnsinn, das ist aber lieb. Das finde ich aber stark. Und dass er wirklich alle meine Bücher hat. Ich habe gedacht, das hat vielleicht die Redaktion irgendwie gekauft. Und dann haben sie gesagt, nee, wir haben nichts gekauft. Er ist wirklich ein Fan. Dann habe ich alle drei Bücher unterschrieben. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Sehr schön. Wirklich. Das ist alles Gute für euch, gell? Ja. So live zu sehen ist ganz was anderes. Oder? Live ist immer besser. Und das ist doch toll, wenn du Menschen mit der Sendung berührst, wenn du sie abholst. Und es ist ja wurscht jetzt, welches Alter. Ich hab sofort erkannt. Sehr geil. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
so einen Topf. Muss hier ein bisschen vorsichtig sein hier. So, immer was Nasses unterm Arbeitsbrett, damit es nicht wegrutscht. Ne? So. Rutscht immer noch weg. Jetzt nehme ich das Kaninchen. Hier, das sind die Schulter, hier Bauchlappen, die Keulen und hier ist der Rücken. Tue ich jetzt mal einfach auslösen, ob das jetzt Kaninchen ist, ob das jetzt Lamm ist oder ob das jetzt Hase ist, ist alles gleich. Kaninchenrücken, das ist das teuerste. Dann kann man auch solo kaufen, also nur Kaninchenrücken. Zack, erledigt. Vielleicht sollte ich doch größeren Topf nehmen. Graziella! Graziella! Hi. Ja. Kann ich einen größeren Topf haben? Ja, klar. Bitte. Ich hole dir unten ein, bin gleich wieder da. Okay. So, zack, erledigt. Sieht doch super aus. Kaninchenrücken 1, fertig. Jetzt geht's weiter mit Kaninchenrücken 2. So, ist der groß genug? Ja, viel besser. Alles klar, kann ich dir noch was helfen? Nö. Nee. Helfe nicht. Wenn du willst, kannst du hier bleiben. Ja, sehr gerne. Den Rücken habe ich jetzt rausgeschnitten. Mhm. Und den möchte ich euch als Carpaccio servieren. Oh, wow. Mhm. Wenn ich es hinkriege. Ich glaube, ich krieg's aber hin. Aber das verstehe ich nicht. Was verstehst du nicht? Schmorst du dann über, also dann hat er eine etwas für uns im ersten Moment komische Sache gemacht. Auch Jens war skeptisch, ob er das überhaupt essen soll. Er hat ein Carpaccio vom Kaninchen gemacht. Und wir kennen das nur vom Rind und dachten erst so, Folie dient dazu, dass das Fleisch nicht kaputt geht. Mhm. Ne, das ist so eine Schutzfolie sozusagen. Und das Öl, damit es nicht festklebt, oder? Genau. Mhm. Das Öl, damit es nicht festklebt. Sieht doch super aus, so schau. Wow, das sieht richtig perfekt super aus. Jetzt brauche ich ein bisschen Salz und Pfeffer. So, wunderbar. Jetzt geht's weiter. Jawohl. Mit Brot. Was hältst du davon? Ja. Ha? Sehr gute Idee. Sehr gute Idee, oder? Ist der schon fertig? Also der ist jetzt hier aufgegangen, genau. Mhm. Wenn es jetzt wirklich so richtig gut wird, dann kommt es auf den Block. Echt? Dann schreibe ich Focaccia alla Ali. Gibst du mir das Rezept von dem Teig? Ja, definitiv. Dann schreibe ich das bei mir Mittag auf die Speisekarte. Yeah! Du hast mich inspiriert. Siehst du, jawohl, ich bin auf einer Inspirationsreise. Ja, komm, ich check. Was jetzt? So, jetzt machen wir als nächstes Salat waschen. So, jetzt machen wir das Dressing. Mhm. Muss ich nehmen. Bisschen Senf dazu. So. Bisschen Limettensaft rein. Die Limette hat halt auch so einen tollen Geruch, ne? Ja. Ist das unser Brot? Ja. Dann schauen wir mal unser Brot an. Boah, das sieht echt super aus. Wow, das sieht doch perfekt aus. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Focaccia gebacken. Eigentlich wollte ich Fugas machen, das ist so ein bisschen ähnlich. Ich dachte, ach komm, weißt du was, mach jetzt einen Focaccia. Also das sieht so gut aus und wenn es jetzt gut schmeckt und das, davon gehe ich auf jeden Fall aus, dann kommt es definitiv auf den Block. Ich freue mich. Wow, was ist denn das Feines?
Klasse. Guten Appetit. Das ist kommen Melonen schon mal gerade. Guten Appetit. Probieren. Hast bestimmt Hunger. Das Focaccia ist sehr lecker. Mm. Super interessant, super lecker. Das Brot ist toll. Nee, beides. Ich habe auch tatsächlich noch nie ein Carpaccio vom Kaninchen gegessen. Ich auch nicht. Das Fleisch war ja super frisch und das hat einfach hervorragend geschmeckt. Also das wird es hier definitiv öfter geben. Es gibt Kaninchen in einer Pfefferrahmsoße. Dazu mache ich so ein Kartoffel-, Lauch-, Zwiebelgemüse. Super. Und da machst du jetzt so ein Sud quasi? Also so. Na, ich koche das Kaninchen darin. Ach so. Ja. Und das kommt dann auch dazu? Das kommt dann auch dazu. Ach so, okay. Zack. Zack. Kann ich dich irgendwo mieten? Du musst mich mieten. So schnell, wie du das machst, da merkt man halt einfach die Erfahrung, ne? Dass du täglich in der Küche stehst. Und ich habe schon ein paar Tiere in meinem Leben zerlegt. Ist da noch Salz drin oder ist das tatsächlich nur Wasser? Erstmal nur Wasser. Und den stelle ich hier hin. Setze ich jetzt gleich die Pfeffersoße an. Komm mal, ich zeige dir, wie man hier Zwiebeln ganz fein schneidet. Ja, okay. Also brauchen wir erstmal scharfes Messer. Apropos scharfes Messer. Ich habe was für dich. Für mich? Komm gleich. Also da bin ich jetzt gespannt, was hat er denn für mich? So, schließ die Augen. Hand auf. Ich habe Angst. Weißt du, wie das geht? Ja, alle, schau mal. Das ist mein Lieblingsmesser, das kannst du mir ja machen. Ja, du machst immer so ein Winkeln, 30 Grad, sagt man, ne? Und dann immer wieder. Okay. Oh ja. Hä? Das quietscht nicht mehr. Das schau mal, bleibt dir dein ewig Messer in Erinnerung, die Frau mit den stumpfen Messern. Schau mal, hörst du? Wow. Ja, so perfekt, oder? Mhm. Jetzt kommen die Zwiebeln rein. Kannst du mal umrühren, wenn du möchtest. Wie sieht der Ansatz aus? Sehr gut. Wirklich? Es gibt keinen schöneren Geruch, als wenn man Zwiebel anschmort. Und am besten wäre es jetzt, wenn noch Speck drin wäre. Ja, Speck lassen wir mal heute raus. Ausnahmsweise. So. Hast du's? War das jetzt? Das war Knollensellerie. Stangensellerie, Knollensellerie. Kurzzeitig habe ich gedacht, hä? Stangensellerie, was hat er denn vor? Ja, das war wirklich eine Überraschung und die Spannung ist tatsächlich gestiegen, ne, was er aus meinem Gericht macht. Wir wollen eine weiße Soße haben. Jawohl. Ne? Dafür dürfen wir das Gemüse nicht anbrennen lassen. Es muss okay. Schon hell sein. Ja? Alles klar. Ich werde die Soße mit dem Gemüse binden, indem ich das Gemüse richtig einkochen lasse, verkoche sozusagen. Und das gibt mir die Bindung, vor allem die Stärke der Kartoffel. Jetzt probieren wir mal, da ist bestimmt Kaninchenstück drin, was schon fertig ist. Oh ja, darf ich wieder probieren. Also es hat schon sehr guten Geschmack, muss noch ein bisschen kochen. Das ist auch fast nur Sehne. Ja. Dann musst du so abmachen. Das schmeckt gut. Gut, ne? Ja. Mhm. Aber es hat jetzt schon einen total, ich weiß nicht, so einen fruchtigen Geschmack. Woher kommt das? Von der Tomate? Gemüse, Lorbeer, Tomate auch, Karotte, gibt auch ein bisschen Süße, ein bisschen nach Huhn, gell? Ja, das so ist leicht, so, oder? Ja, total, ne? Total lecker. Ja. Ganz anders. Sag mal, wo hast du den eigentlich her? Jetzt so auf die Schnelle. Ganz ehrlich? Ja, erzähl mal. Im Waldeck gab es so einen Lotto-Totto-Laden. Nee, und dann bin ich rein, dann habe ich Pfeffermühle gesehen, Gläser gesehen, dann habe ich gesagt, ach, der hat bestimmt auch sowas. Und wer hatte das wirklich? Das ist ein Ding. So, jetzt schneide ich die Zwiebeln in Streifen. Ich kann sogar dein Messer nehmen. Schau mal, wie das schneidet. Oh, wie Wahnsinn. Schnell. Das traue ich mich halt nicht so schnell zu schneiden. Ja, das hat natürlich auch mit Erfahrung zu tun. Wie machst du die Kartoffeln jetzt? Die werden wir gleich im Ofen schmoren. Okay. Mit den Zwiebeln schön. Mhm. Möchtest du Zwiebel-Kartoffel-Gemüse haben? Das schmeckt super. Ich merke schon, du weinst. Weil das alles so schön hier ist mit dir. Ja, ja, klar. Mach
du auch noch Öl? Natürlich! Es hat gestern schon wirklich sehr gut geschmeckt und heute meins war komplett anders. Wirklich anders. Ich wollte das auch. Ich wollte nicht nochmal auch so wieder in die mediterrane Schiene, sondern ich wollte einfach mehr so in, ja, ich sage jetzt mal Nordeuropa bleiben. Schaut mal die Soße an. Was für eine schöne Bindung. Schaut mal, ne? Das Gemüse hat die Soße schön gebunden. Die Konsistenz ist perfekt. Und jetzt nehme ich hier die Keule und lege das hier in die Soße rein. Jetzt zieht schön die Soße in das Fleisch rein und dann ist es perfekt. Bisschen Salz fehlt eigentlich, aber die essen ja nicht so gerne Salz. Ich mache trotzdem ganz wenig drauf. Ist immer so. Ich habe da echt Angst. Jetzt geht's weiter mit den Kartoffeln. Oh, das sieht schön aus, sehr schön sieht das aus. Der Knoblauch ist auch schön geschmort. Dann nehme ich jetzt die Schale raus. So, den Rest schmeiße ich wieder rein. Oh, das gefällt mir super. Ein tolles Gemüse, tolles Kartoffelgemüse. Und jetzt können die Gäste langsam kommen. Hi. Marcel und Kinga. Hi, kommt rein. Hallo. Ich richte schon an. Ich habe durch den Blog schon viele Kochsendungen auch mitgemacht und auch mit der Küchenschlacht. Ich habe schon sehr viel erleben dürfen, aber so einen tollen Koch in der eigenen Küche zu haben und wirklich Seite an Seite zuzuschauen, das war schon was Besonderes. Ach, die Kartoffeln sind auch schön geworden. Lecker. Vielleicht schmeckt es euch ja gar nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ihr könnt schon Platz nehmen, wenn ihr wollt. Machen wir gerne. Brauchst du noch Hilfe, oder? Nö, ich hab doch deine Frau. Stimmt. Koch's anders da. Anders da. Schön. Das ist wirklich anders. Habt ihr Hunger, ihr Lieben? Ja, mega. Jetzt ganz ehrlich. Ali, wir sind mega gespannt. Ich auch. Gestern war natürlich ganz anders, ne? Gestern war mediterrane Art. Ja. Und das ist eher so französisch. Brasserie-Küche, sowas ähnliches. Was ich auf jeden Fall am besten fand, ist, dass Ali aus einem italienisch-spanischen Gericht als türkischer Koch etwas Französisches gemacht hat und das mit einem nordhessischen Produkt. Also das war unfassbar Multikulti und das spiegelt auch mich und meine Küche wieder und deswegen fand ich das einfach mega cool. Hey, yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW. Das sieht richtig gut aus. So, Karnickel, Schulter bei euch in Pfefferrahmsoße, geschmorte, also Art Bäckerin-Kartoffeln und dazu oben nochmal so Romanerherzen, ganz wenig mit Limette abgeschmeckt. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit, danke. Anders, gell? Kennst du das Sprichwort, wenn keine Rede, dann schmeckt's gut? Wie ist denn eure Schulter? Also ich muss sagen, super zart. Wirklich klasse gelungen. Ja? Super. Schmeckt mir super. Mhm. Hase ist oft schwer, weißt du, mit einer dunklen Soße oder Knödel und so. Dann bist du so buh, weißt du, so. Nee, es ist leicht. Es ist schön leicht. Mhm. Schau mal, Graziella. Ja. Ganz ehrlich. Hast du was von mir gelernt? Ich habe sehr viel von dir gelernt. Deine ruhige und gelassene Art beim Kochen, die werde ich mir auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden und du hast die Küche super sauber hinterlassen. Davon muss ich mir auch eine Scheibe abschneiden. Echt? Ja. Oh, ich habe mich geschämt. Ich habe die Küche total durcheinander gebracht. Gar nicht. Und danke dir nochmal ganz herzlich dafür, dass du heute für uns gekocht hast. Und ich gerne. Wirklich? Dein Essen genießen darf. Das ist sehr, sehr lecker. Na, Kinga, wie ist es so, 2 Tage hintereinander Kaninchen zu essen? Isst du morgen auch Kaninchen oder sagst du, reicht, das reicht jetzt? Köstlich und auf jeden Fall werden wir jetzt ab jetzt öfters essen. Wir haben sie inspiriert. Ja, wir haben sie inspiriert. Ich bin auf der Inspirationsreise. Sie hat mich gestern inspiriert, ihr beide. Ich habe dich heute oder wir zwei dich. Achso, genau. Kannst mal sehen. Und, ne? Und du mich. Es hat sich gelohnt, hier in Nordhessen zu sein. Ja. Vielen Dank. Ganz, ganz toll. Vielen Dank.